Bitcoin und die 100.000 US-Dollar-Marke. Nach dem sensationellen Ausbruch über das alte Allzeithoch aus März 2024 ist Bitcoin impulsiv ausgebrochen. Über die 74.000 hat den Widerstand hier eben rausgenommen und wir stehen bei einem wichtigen Aufwärtstrend, der schon sehr, sehr alt ist, aber offensichtlich immer noch Wirkung zeigt, wie man hier schön sieht. Und den ein oder anderen wird es ziemlich frustrieren. Bitcoin hat eben noch nicht die 100.000 Dollar Marke genommen, ist dementsprechend knapp darunter abgebrochen, die Bewegung wurde nicht weiter fortgeführt. Das Hoch lag bei 99.650 bei Kraken und ich glaube, bei den anderen großen Kryptobörsen, aka Binance, sieht es auch nicht arg viel anders aus. Nun, nachdem wir jetzt eine schnelle Korrektur gesehen haben, um die 10% nach unten, zurück auf die 90.000, versucht es Bitcoin jetzt wieder hier drüber zu kommen, auf die 100.000 diese zu nehmen und das ist tatsächlich ein Grund zur Vorsicht, denn ihr habt gesehen, wie schnell es wieder gehen kann auf der Unterseite. So 10% nach unten, die gehen halt mal an einem Tag. Auf der Oberseite geht es schon fast schneller, zumindest in der letzten Zeit. Aber Bitcoin ist immer wieder für Überraschungen gut. Und wenn hier die Bullen nicht die Kraft haben, die 100.000 relativ zügig rauszunehmen, dann werden wahrscheinlich sehr viele wieder enttäuscht sein. Und dann könnten wir doch einen weiteren Rücklauf sehen. Und somit haben wir mehr oder weniger eine Pattsituation zwischen Bullen und Bären. Auf der einen Seite ist die wichtige Unterstützungsmarke um die 90.000 und auf der anderen Seite oben eben um die 100.000. Und dazwischen befindet sich Bitcoin. Wir werden hier eventuell noch eine weitere Seitwärtsbewegung sehen, also in diesem Korridor zwischen 90 und 100.000 US-Dollar. Erst darüber und oder darunter haben wir eben das Potenzial, hier in die Korrektur überzugehen und gar zu fallen. Retest von den 77.000, perspektivisch sogar die 74.000 zu sehen, in Rot natürlich. Oder aber es geht impulsiv über die 100.000 und dann, ja, the sky is the limit. Bewegungsziele sind hier eher schwierig. Wir können versuchen, das nach oben zu projizieren, was in der Seitwärtsbewegung gelaufen ist. Und wenn wir das hier dranhängen, haben wir aber schon das Mindestziel eben auch erreicht. Von daher, es ist tatsächlich jetzt sehr gewagt, was die Kursziele angeht. Dementsprechend, wenn man sehr kreativ ist, könnte man sich hier noch die 132.000 mit auf den Kurszettel schreiben, aber wer aktiv im Bereich Trading unterwegs sein sollte, sollte es wie so oft ganz einfach halten. Mit Ausbruch signifikant über die 100.000 den SL sukzessive nachziehen und ob wir dann wirklich die 132.000 erreichen oder nicht, sei dann eben mal dahingestellt. Es kann natürlich passieren, es muss aber wie immer nicht. Und auf der Unterseite droht immer eben die große Gefahr, dass wir unter die 90.000 drunter gehen, durchrauschen, die 74.000 testen. Und das sind die zwei Szenarien derzeit bei Bitcoin. Und favorisiert, ich sage es schon fast ungern, sind natürlich die Bullen, weil die vorhergehende Bewegung aufwärts gerichtet war und ist eindeutig. Da gibt es keinerlei Zweifel. Von daher ist natürlich trendfolgend eher das Szenario der Bullen angesagt mit höheren Notierungen über 100.000. Aber dafür müssen erst einmal die Kurse über 100.000 auch erst zustande kommen. Und umso schlimmer dann die Überraschung auf der Unterseite, wenn das halt eben nicht schafft, dadurch, dass alle long, long, long eingestellt sind, umso schneller kann es auf der Unterseite gehen. 90.000 abwärts droht größere Gefahr für die Korrektur oder eben deutlich tiefere Kurse. Das zum Thema Bitcoin. Lass gerne mal ein Like da, ich versuche auch mehr Analysen wieder zu machen. Gucken wir mal die Tage dann auch mal was zum DAX und oder anderen Indizes. Seid gespannt. Bis dahin, macht's gut. Ciao.